Könnte gut sein, dass wir vielleicht zwei Boxenstopps machen. Ja, werde Dritter oder besser. Wir stehen ja schon mal auf Platz 2. Das ist ja schon mal eine ganz gute Grundvoraussetzung. Und wollen wir mal gucken. Rennstrategie. Wir gehen auf zwei Stops. Okay, zweimal härtere Mischung. 6, 7, 7. Oh, okay, gut. Warum nicht? Mal was anderes. Und ich würde mal sagen, wir gehen auf jeden Fall zum Rennen. Wahrscheinlich wirklich mit die beste Strategie. Zweimal hart. Eventuell, ja. Letztes Stint wollen 8 Runden gehen. Ja. Ich auf Platz 2, Vettel auf Platz 1. Hamilton nur auf 15. Und es geht los. Dann mach ich mal die Tür zu für den Kobayashi. Und sortiert. Boah, Vettel! Was hast du denn da gemacht? Warum bist du da so einen weiten Bogen gefahren? Ach, Herr Jemine. Nein, nicht da zu weit infahren. Hier auch nicht. Oh mein Gott, ich mache ja schon wieder so viel verkehrt hier gerade. Ich könnte es natürlich jetzt hier probieren mit Überholen, allerdings. Ach, Hemini, war das knapp schon wieder? Oh, was für ein Windschatten ich hier habe. Oh ja, dann sind wir beide ein bisschen weit rausgekommen. Wollte keiner so wirklich nachgeben. So, 15. ist der Vettel jetzt hinter mir. Na gut, das war's mit dem 15. Das Deko war nicht gut. Aber der Fette verliert. Okay. Der verliert richtig gerade. Ist er so sehr im Kampf damit den Kobayashi beschäftigt? Oh, okay, gut. Und ich treffe den Winkel hier von der Kurve nicht. Und ich setze mich hier weiter fleißig ab jetzt gerade von den Vettel. 1:33:0. Vettel ist jetzt 2 Sekunden hinter mir. Irgendwie kriege ich es noch nicht so wirklich hier hin, den ersten Sektor. Aber wie gut, dass das Rennen 21 Runden lang ist. Also kann auch sicherlich noch viel passieren. Und ich glaube, so ein bisschen, Vettel hält da so die ganze Gruppe so ein bisschen auf. Na, im ersten Sektor holt er auf. Allerdings nicht im zweiten.
Und da habe ich wohl mit dem McLaren irgendwie die beste Traktion, weil ich bin ja dort schon irgendwie aus der Handelkurve schon extrem viel besser rausgekommen als der Vettel. War auf jeden Fall überraschend. Und 1,1 Sekunden hat der Vettel jetzt hier in diesem Sektor verloren. Oder im zweiten Sektor. Oh, da hat, glaube ich, der Kobayashi gerade versucht, am Vettel vorbeizugehen. Und ich kriege den ersten Sektor noch immer nicht hin. Jetzt hat der Kobayashi wieder Abstand verloren auf Vettel. Jetzt wird es, glaube ich, interessant sein zu sehen, ob der Kobayashi aufholen kann. Der hat 17. jetzt Rückstand. Weil schneller scheint er zu sein auf jeden Fall. Und ja. Ich fahre jetzt hier vorne erstmal ganz in Ruhe da mein Rennen. Ne, jetzt hat der Kobayashi nicht wirklich aufgeholt. Aber er wird sicherlich wieder aufholen durch das DRS. Ne, ja. Oh, jetzt habe ich, jetzt bin ich da so weit rausgekommen, dass ich nicht mehr zurückkam. Das wird dem Vettel jetzt auch nicht Zeit gebracht haben. Na, und der Kobayashi kann jetzt nicht mehr mithalten. Also jetzt ist der Vettel jetzt einmal so weit weggekommen, dass er nicht mehr in meine Kampflinie fahren musste. Oh, und ich vertue mich jetzt gerade hier richtig oft. Mal wieder ein bisschen mehr konzentrieren hier. Sind wir gerade 4 Runden um, bin in der 5. Runde und habe jetzt schon Konzentrationsschwierigkeiten oder was? Das kann man nicht gutheißen. Und Kobayashi ist halt wieder aufgeholt. Okay. Ah, wann glaube ich? Oh ne, das sind glaube ich wieder die letzten 6 dort. Und wieder vertue ich mich. Oh mein Gott. Nicht drehen, nicht drehen, nicht drehen, nicht drehen, nicht drehen. Ja. Puh, Glück gehabt. Mein Gott, Alter. Sind die Reifen so kacke? Na toll, jetzt habe ich die Gruppe wieder richtig spannend gemacht hier. Was ich gar nicht wollte.
Ja, die KI kann nicht ganz so schnell durch die 130R fahren, anscheinend. Oh, da kommen wir ganz schön viele rein. Ups, da bin ich außerdem gegen das Mikrofon gekommen. Glück gehabt. 4 Sekunden. Ja, und kalte Reifen. Besonders schön hier im ersten Sektor. Eins Komma fünf Sekunden hinter Al-Ghazali. Ah, hier scheinen die Reifen schon früher irgendwie Betriebstemperatur haben, wahrscheinlich durch den ersten Sektor, durch die SS. Weil ich bin jetzt auf jeden Fall jetzt schon wieder schneller als. Oh. Okay, Problem mit der RS. Also ich bin momentan Zweiter hinter D-Rester. Eins Komma vier Sekunden. Ich würde sagen, das war's mit den 1,4 Sekunden. Jetzt bin ich ja schon wieder direkt dran, ne? Und da kommt noch mal nicht in die Box, weil er auch gerade auf harten Reifen. Ich habe gar nicht hingeguckt. Und ich glaube, der Vettel ist ja wieder im Kampf mit Kobayashi gerade. Auf jeden Fall ist der Duress dann nicht wirklich schnell. So, die Hälfte des Rennens haben wir bald gesehen. Es wird auf jeden Fall noch einen zweiten Boxenstopp geben. Das können uns also auf jeden Fall noch mal irgendwo hinspülen, wo Verkehr ist.
Und Vettel, glaube ich, könnte eindeutig schneller als die Rester. Ich glaube, jeder könnte fast schneller als die Rester. Und ich fahre jetzt erstmal eine schnellste Runde. 1:32.665. Und da sind die drei Herren wieder vereint unter sich. Und ich habe wieder fast 5 Sekunden Vorsprung. Und ich glaube, Kobayashi ist vorbei an Vettel. Jawohl, so ist es. Ja, ich sehe schon. Wird auf jeden Fall mal interessant sein zu sehen, ob er sich absetzen kann von dem Vettel oder ob er jetzt bloß von dem DRS profitiert hat. Also momentan sieht es nicht so aus, als wenn er sich absetzen könnte. Nochmal 4 Zehntel. Ja, fast nochmal Bestzeit. So, auf jeden Fall kann man sagen, nach diesem Rennen sind dann noch maximal 100 Punkte zu vergeben. Das bedeutet, dass auf jeden Fall, wenn ich jetzt so ins Ziel komme, dass, glaube ich, der eine oder andere, dass, glaube ich, alle raus sind, bis auf Perez. Okay. In den nächsten 2 Runden schon. Ach ja, gut, genau, sind wir auch dran, ne? Wieder mit unserem Boxenstopp. Und dann mal eine schnellste Runde 1:32.458 jetzt. Ja, 7,6 Sekunden jetzt schon. Das ist jetzt doch schon ziemlich großer Abstand. Schade eigentlich. Normal war die KI mal eigentlich recht gut hier. Ist natürlich auch mal die Frage, wie viel Einfluss hat da jetzt dieses Kämpfen von den beiden? Also wie viel könnten die wahrscheinlich, aber wie schnell können die vielleicht fahren, wenn die beide jeweils 1 Sekunde auseinander sind? Wer wäre schneller denn von den beiden? Ja, ich habe es auch so ein bisschen befürchtet, wenn ich jetzt in den Boxenstopp gehe, dass ich dort wahrscheinlich irgendwo in der Gruppe dort rauskomme. Oh Mist. Und wieder mal hier nach draußen gerutscht.
Und da kommen schon wieder die nächsten in die Box. Ja, für mich wird es auf jeden Fall in dieser Runde Zeit und man sieht es schon wieder. Es wird, glaube ich, Zeit, dass ich wieder in die Box komme und frische Reifen hole. Der Perez ist jetzt wieder dran, ne? An den beiden. Der hatte gerade eigentlich schon etwas größeren Abstand gehabt. Na, ich weiß. Ein bisschen Zeit wieder verloren. Ming. Also noch nicht in die Box gekommen, okay. Und ich komme hinter Webber raus, okay. Etwas Glück, würde ich mal sagen, weil ich mich jetzt ebenso nicht wirklich absetzen kann oder nicht schnell fahren kann. Ja, 2,6 Sekunden könnte vielleicht ein kleines bisschen kleiner wieder geworden sein schon. Aber auch nur vielleicht. Oh, schon ein bisschen zu viel Kers verwendet. Ja, 1,9. Ah, der Vettel fährt da wieder. Okay, die haben die weicheren Reifen jetzt. Oh mein Gott, na, das wird da richtig interessant. Ja, natürlich, die haben natürlich 2 Runden länger gewartet. Dann bin ich erstmal gespannt, ob die aufholen. Erstmal hält Hamilton dort die Leute schon auf. Upsa. Entschuldigung, Schumi. So, das ist momentan Platz 2. Rosberg noch auf Platz 1. Und ein paar Berundete jetzt. Oh, Perez ist auf Platz 3 jetzt. Ah, ne, Kobayashi.
ja jetzt auf ihren weicheren Reifen sind. Na gut, das wäre natürlich auch eine Strategie gewesen. Upsa. 8,4. Ja, die beiden werden sich da wieder bekämpfen, jetzt ordentlich. Und jetzt kommt noch der Rosberg in die Box. Das heißt also, ich übernehme Platz 1 erstmal wieder. Petrov fährt die schnellste Runde mit 1,31,7. Ach, und noch überrundete jetzt hier. Zum Glück müssen der Kobayashi und Vettel da auch noch erst durch. Ich kann zumindest zwei der drei schon mal hier auf der Geraden überholen. Und ich bin auch schon mal vorbei jetzt und habe sogar noch ein bisschen DRS bekommen. Also noch knappe ja, drei, vier Runden hier zu fahren. Und Kobayashi fährt die schnellste Runde. Damit war er 19. schneller als ich. Und wieder ein Überrundeter hier. Müsste allerdings der letzte sein. Ja, der letzte für eine lange, lange, lange Zeit. So, hier wieder vorbei. Und ich habe mich wieder verbremst, ja. Ein 32,9. Ja, der Vettel ist jetzt richtig weit weg vom Kobayashi. Und ab jetzt kann ich eigentlich das Ding ausklingen lassen. Weil um das hier noch wirklich zu verlieren, da müsst ihr ja richtig einen Bock drin haben. Aber der erste Sektor sieht jetzt schon mal richtig scheiße aus.
Irgendwo dort in der Gruppe ist der Kobayashi drinne. Aber wer davon genau ist, weiß ich auch nicht. Ich werde einfach hier mein Rennen ganz gemütlich nach Hause fahren. Wahrscheinlich dort irgendwo in der Dreiergruppe, dort war der Kobayashi wahrscheinlich drinne. Ja, 10 Sekunden hat er jetzt Rückstand. Der hat 4 Sekunden gerade mal verloren, oder 3,5. Das ist sehr, sehr viel. Ich hoffe, da wird was bei F1 2012 dann gemacht, eben halt beim Überrundungssystem. Dass die KI auch mal besser durchkommt. Oh, der Vettel ist gleich so mit durchgeschlüpft. Ah, okay. Und noch zwei Runden hier beim großen Preis von Japan. Ja, und ich verliere jetzt 8,8. Habe ich noch Vorsprung. Natürlich, ich kann es mir leisten, momentan so ein bisschen das Gas auf jeden Fall rauszunehmen. Ja, der Kobayashi jetzt im zweiten Sektor wieder aufgeholt. Für Kobayashi in seinem Heimrennen wäre es natürlich ganz sicherlich interessant, hier aufs Podium zu fahren. Er wird ein bisschen aufgeholt, aber naja, gut. 1:33, 3:44 und es geht in die letzte Runde hier. Erster Sektor ist geschafft. Ich glaube, KS brauche ich jetzt auch nicht mehr einsetzen, diese Runde. Sparen wir uns mal. Schnellste Runde geht ewieso nicht an uns. Und der Vettel ist wieder dran am Kobayashi. Durch die Überrundung wahrscheinlich. Vom Trulli. Und jetzt noch einmal hier runter und dann wieder hoch. Noch einmal die 130R und dann ist es geschafft. Ah nein, nicht wirklich. Dann kommt nochmal die Schikane, aber dann haben wir es so gut wie geschafft. Hier rechts nochmal schön das Riesenrad zu sehen. Anbremsen für die Schikane. Durch die Schikane durch. Und nochmal hier die Rechtskurve und dann haben wir es geschafft. Der nächste Sieg in der Saison. Ich weiß gar nicht, wie viel es da schon ist, aber spielt auch keine Rolle. Auf jeden Fall, der WM-Titel ist sehr, sehr nah gerückt jetzt. Eventuell sogar schon gewonnen. Ich weiß es gar nicht. Könnte sein, dass wir es geschafft haben. Na? Dankeschön, Dankeschön. Und der Kobayashi hat Platz 2 nach Hause gebracht. Vor Vettel, Perez wurde nur 4., 5. Heidfeld, 6. Petrov, 7. Alonso, 8. Massa, 9. Glock. Oh, 2 Punkte. 10. Rosberg. Schumacher nur auf Platz 11. Und ja, wollen wir mal hier auf Fortsetzen klicken? Nein, ich bin noch nicht ganz. Es sind 82 Punkte Vorsprung. Aber er ist nur noch der Einzige, der mich schlagen kann in der WM. Vettel ist raus. Kobayashi ist raus. Weber ist raus. Also, der mitten hat Platz 8 verloren in der WM an Massa. Ja, wir haben hier noch 8 Punkte Vorsprung. Also häng dich rein, Hamilton. Hol mal ein paar Punkte für uns.
Und jetzt kann ich mich feiern lassen in Japan. Noch ein paar Pünktchen fehlen zum WM-Titel. Genau, lass dich feiern, Junge. Mein Bank war mal wieder unschlagbar. Da kommt Kobayashi zum Abklatschen. Na, ich glaube, der bekommt einen besonderen Applaus hier von den Fans wahrscheinlich. Und ja. Top 20 Platzierung, 72 Stück. Das liest man noch gerne. Erfüllte Ziele 83. Und ein Interview. Ja, heute hat das zusammengepasst. Er ist ein großartiger Fahrer, genau das sagen wir mal. Daher machen wir ja. News, zwei neue Nachrichten. Oh, ein Vertragsangebot von Red Bull. Wer hätte das gedacht? Ich habe großartige Neuigkeiten. Ich habe gerade ein Vertragsangebot von Red Bull erhalten. Sie glauben, dass sie mit dir als Fahrer die Ziele erreichen können, die sich für die nächste Saison gesteckt haben. Sie würden dich wirklich gern unter Vertrag nehmen. Achter Saisonsieg. Ja, vielleicht schaffen wir nochmal die 10. Wäre auch mal was Schönes. Und ja, das war es auf jeden Fall beim vom großen Preis von Japan. Das nächste Mal geht es nach Südkorea, Indien, Vereinigte Arabische Emirate und Brasilien. Und dann ist die vierte Saison auch schon wieder durch. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr hattet viel Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.